Hi, ich bin Anita und ich begrüße euch in der Paulmann Lichtwelt. Heute zeige ich euch, wie ihr mit einem Digital Stripe und einem Montageband individuelle Formen an eure Wand zaubern könnt. Ich habe mich für meinen Anfangsbuchstaben entschieden. Dafür braucht ihr 5 Meter Digital Stripe von Paulmann, eine Rolle Montageband in der Breite von 1 cm, 90 Grad Nägel aus dem Baumarkt, einen Hammer und eine Kneifzange. Als erstes benötigt ihr das Montageband. Das eignet sich besonders gut für unser Vorhaben, denn es lässt sich, je nachdem, welche Form ihr erstellen wollt, leicht verbiegen. Ich biege jetzt ein A für Anita. Achtet darauf, dass eure Form die Länge von 5 Metern nicht überschreitet, denn unser Stripe ist nur 5 Meter lang. Ist die Form soweit fertig, kann der Stripe aufgeklebt werden. Führt ihn einfach einmal über das Montageband herüber. Die Breite sollte genau passen. Kürzen könnt ihr den Stripe an den vorgesehenen Stellen, wenn das Montageband eurer Form kürzer ist als 5 Meter. Mit 90 Grad Nägeln lässt sich dann eure Deko an der Wand befestigen. Zuletzt braucht ihr nur noch Stripe und Trafo miteinander verbinden und dann ab damit in die Steckdose. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsschritt, Lichteffekte testen. Echt coole Effekte! Und welche Form bastelt ihr? Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal, eure Anita.